Hi Leute und herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge J2Day. Ja, ich habe ja in der vorherigen Folge versprochen, ein Tutorial zum Thema Ringgeister, wie man sie schnell und einfach und schön bemalt. Relativ einfach gehalten, auch wenn das Video ein bisschen länger geht, es ist trotzdem relativ einfach gehalten. Ich habe dazu hier folgendes Modell. Rados, der Gefallene, ich feiere das Modell einfach, der hat einfach so eine geile Pose, deswegen habe ich ihm auch so eine pompöse Base gegeben. Das Modell ist von Orsulf Studios und ja, ist einfach nur geil. So, ich labere jetzt auch gar nicht mehr, ich fange jetzt einfach mal direkt an. So, da ist er. Rados, der Gefallene. Wie schon mal gesagt, super, super geiles Modell. Ich habe ihm extra, weil ich die Standarte auch so hammer finde, diese pompöse Base gegeben, als würde er vorne auf so einem, ja, der steht halt auf so Trümmerstücken, als würde er gerade so eine Legion befehligen. Finde ich halt richtig geil. Und da fangen wir einfach mal mit der Rüstung an. Schnappen wir uns das Lead Badger von GW und verpassen der Rüstung einfach mal die Grundfarbe. So, jetzt haben wir einmal die Metallgrundfarbe komplett aufgetragen. Das lassen wir jetzt trocknen. Der nächste Schritt wäre dann das Waschen des Metalls. Kommen wir zum Waschen der Rüstung. Dazu nehmen wir uns einmal dieses Teradon Türkis zusammen mit dem Contrast Medium und bastelt uns daraus ein Wash. Ich habe mich einfach dazu entschieden, dem eine dunkle, ja, mystische, besondere Rüstung zu geben und das Ganze halt nicht einfach nur so langweilig metallfarben zu machen. Und deswegen baue ich mir hier so ein Wash zusammen, weil gerade dieser Farbton hier, finde ich, ist dafür perfekt. So. Und das hauen wir jetzt einfach mal auch komplett über die komplette, also komplett über die ganze Rüstung drüber. Schön großzügig. Gebe ihm drauf die Mayo. Ein bisschen zu viel Medium. Ist nicht deckend genug. Ja, das sieht schon besser aus. Das machen wir bei der kompletten Rüstung. Außer beim Schwert. Das nicht. Das Schwert nicht.
Ganz wichtig. Soll nicht so grün wirken. Der Rest ja, Schwert nein. So. Boah, das gibt echt einen bombastischen Farbton, finde ich. Boah ja, am Schild sieht man es richtig gut, was es für einen geilen Farbton gibt. An den glatten Flächen ganz wichtig, ihr müsst ja immer noch im Nachhinein ja, schauen, dass sich da nicht zu viele Tröpfchen auch bilden, sonst habt ihr da diesen flächigen Effekt und den will keiner, weil der ist hässlich und so kann man den halt ganz einfach vermeiden, indem man im Nachhinein nochmal drüber schaut, überflüssige Farbe mit einem sauberen Pinsel entfernt. Aber das hier sieht schon. Ja. So. Als nächstes haben wir hier oben noch die Ketten und ich habe hier an die Standarte mit so einem Metallbügel wie ein Dol Guldur quasi festgemacht. Das Ganze waschen wir einmal mit Agrax Earthshade. Obwohl gar nicht. Momentchen mal. Vertan. Mit Nun Oil. Sorry. Und da auch wieder bekannterweise Dick die Mayo drauf. Das Schwert nehmen wir auch noch mit Nun Oil. Das Shape macht bei dem Schwert einen richtig nice Effekt irgendwie. So. Da. Haben wir das auch schon. So, den dicken lassen wir jetzt einfach mal wieder trocknen. Und dann erzähle ich euch, wie wir weitermachen. Weiter im Text. Der ist jetzt getrocknet, sieht jetzt so aus. Ziemlich geiler Farbton von der Rüstung, wie ich finde. Um das Ganze einfach zu halten, weil der hat nochmal viele scharfe Kanten an der Rüstung. Und gerade das alte Metall hier oben und hier, das werde ich eh bürsten, damit es schön alt aussieht. Und ja. Wir bürsten einfach alles, was Metall ist, jetzt einfach mal mit Runefang Steel. Und anschließend werden wir das Ganze auch nochmal waschen mit Agrax Earthshade und mit Nun Oil. Aber das machen wir gleich. Erstmal widmen wir uns hier dem. Wie gesagt, ich benutze immer diese Kosmetikpinsel. Damit kann man echt viel, echt gut bürsten, weil wie gesagt die Haare halt ziemlich fein sind. Und es dann auch wirklich nur an den erhabenen Stellen bleibt und auch nirgendwo anders, wie man es sonst kennt, in der Vertiefung zum Beispiel. Das
ist nicht schlimm, wenn man da dran kommt. Den Mantel müssen wir eh nochmal komplett schwarz machen, weil die Grundierung auch an manchen Stellen, gerade hier unten, überhaupt nicht zwischenkam bzw. dran kam. Und deswegen böse ich den einfach, weil... Geht einfach schneller und ist einfacher für euch zum Nachmachen. So, hier oben schön die Ketten. Hier den komischen Metallriemen, den ich hier gemacht habe, nicht vergessen. So, da haben wir es auch schon mal. Hey, da vorne könnte man einen kleinen Ticken mehr hier am Brustband. Ja. So. Kurzes Zwischenresümee. Jetzt waschen wir den. Und zwar mit verdünntem Noon Oil. Da mache ich mir einen 50-50 Mix, also 50% Wasser, 50% Noon Oil. Und damit werde ich dann auch ganz einfach über die Rüstung gehen. Bleibt durch diesen durch dieses Verdünnte bleibt halt etwas von diesem Grünschimmer, den ich haben wollte, erhalten. Und das Ganze wird noch mal ein bisschen düsterer. Eines, ich sag mal, Ringgeistes würdig. Obwohl Ringgeist ist er ja nicht offiziell, aber sieht halt wie einer aus, ne? Hier ein bisschen die Mayo drauf. Bloß nicht zu viel, sonst geht das mit dem Grünschimmer verloren. Das wollen wir ja nicht. Optional könnt ihr das natürlich auch, wenn ihr das jetzt nicht unbedingt mit einem Grünschimmer haben wollt, könnt ihr das auch natürlich einfach vorher mit Noon Oil waschen. Gibt dann halt eine ziemlich düstere Rüstung, was auch sehr geil ist. So mache ich die Rüstungen normal immer, wenn es halt alte Rüstungen sein sollen. Aber gerade bei dem finde ich es passend. Den werde ich ja eh als dunklen Marschall spielen. Und dann muss er halt ein bisschen rausstechen. So, Schwert haben wir auch. Hammer. Zack, nichts ausgelassen. Nochmal Johnny Controletti machen. Ja. So. Ah, hier unten doch noch was gefunden. Doch noch was gefunden. Jetzt aber. So. Die Ketten und hier den Riemen. Da nehmen wir uns diesmal Agrax Earthshade. Und schmieren das da drauf. Auch wieder wichtig,
gut schütteln vorher, sonst kriegt ihr einen Glossy-Effekt und das wollen wir nicht. Kriegt halt so einen ziemlich alten, dreckigen, rostig jetzt noch nicht, dazu kommen wir später, aber auf jeden Fall schon mal ein älteres Aussehen. Einfach mal wieder trocknen. Das Shade ist jetzt soweit komplett durchgetrocknet. Jetzt fangen wir an, hier die ganzen Riemen, die Kapuze, den Mantel, die Handschuhe und das Banner ordentlich schwarz zu machen. Dazu nehme ich mir einfach das Aberdeen Black von Games Workshop. Das ist meiner Meinung nach auch ja, so das Deckendste finde ich jetzt. Ja. Schön hier oben vorsichtig, ne, dass ihr nicht das frisch bemalte Silber wieder übermalt. Schöne Vertiefungen, wo die Grundierung nicht dran kam, hier unten. Ich hasse es. So, Leute, ihr kennt's, trocknen lassen. Wir sehen uns gleich wieder. Das Schwarz ist mittlerweile getrocknet. Ich habe in der Zwischenzeit das Wappen auf der Standarte mit Raglan Flash Shade bemalt und das Holz von der Standarte und beim Schild einmal mit Dryad Bark von Games Workshop. Und ja, jetzt machen wir erstmal mit dem Schwarz weiter. Dazu nehmen wir uns das Mechanicus Standard Grey. Natürlich wieder gut verdünnen, nicht vergessen. Leider Gottes ein bisschen krank immer noch von der DM. Und jetzt, deswegen, sorry, wenn ich ab und zu mal die Nase hochziehe oder so. Und jetzt fangen wir an hier oben bei der Standarte und am Ringgeist selber die scharfen Kanten mal damit zu akzentuieren.
Riemen und so natürlich alles nicht vergessen. Das Geile ist, der hat hier hinten eine leichte Struktur, damit kann man auch ein bisschen was machen. Ja, das Ganze dauert ein bisschen. Ich würde sagen, ich mache das Ganze mal schnell. Und dann sehen wir uns gleich wieder für den nächsten Schritt. So sieht es dann aus. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Nach dem Bemalen mache ich auch noch mal ein kleines Showcase, wo man den dann komplett sieht. Da erkennt ihr dann hoffentlich, was ich meine. Als nächsten Schritt, Leute, nehmen wir uns die Farbe Wolf Grey von Vallejo. Ihr könnt aber auch Administratium Grey nehmen von Games Workshop. Und da mischen wir jetzt, machen wir jetzt einen 50-50 Mix aus Mechanicus Standard Grey und diesem Wolf Grey. Und dann setzen wir die Edge Highlights wirklich immer nur hier an diesen ganz, ganz scharfen Kanten und immer ein bisschen von dem Mechanicus Standard Grey stehen lassen. Sonst habt ihr den Schritt umsonst gemacht. So, damit fange ich jetzt auch einfach mal an. Und das Ganze wird auch wieder ein bisschen länger dauern, nehme ich an. Deswegen schalte ich gleich irgendwann einfach mal ab und bringe das dann zu Ende. Hier oben an der Kapuzenspitze, hier unten. Gerade hier an der Kapuze und am Mantel, da können wir das wunderbar machen, weil der hat unten am Mantel richtig viel zerfetzt hier. Wir können da gerade so am Rand, können das so ein bisschen stippeln, quasi so. Man sieht es schön alt und seht ihr das? Vermutlich eher weniger, aber ich hoffe doch. Ja, wie schon gesagt, ich bring das jetzt einfach mal zu Ende und schalte an der Stelle mal kurz ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Das wäre jetzt auch erledigt. So sieht das jetzt aus. Schön die Edge Highlights gesetzt überall. Als nächstes machen wir mit dem Holz hier vorne am Schild weiter und an der Standarte. Dazu schnappen wir uns das Terra Earth. Vergleichsweise halt wie das Steel Legion Drap von Citadel. Das verdünnen wir auch relativ stark, so 50-50. Und dann fangen wir da einfach mal an. Hier beim Schild, wer es kann, kann es gerne machen. Ich mache es jetzt nicht, damit es ein bisschen schneller geht. Wobei hier an der Innenseite sieht man das ganz gut am Schild. Hier ist so eine Holzmaserung, aber außen kann man sie draufmalen, wenn man denn möchte. Und da fangen wir jetzt einfach mal an, das zu akzentuieren, das Ganze. Hier sind ein paar Stellen, dadurch, dass ich so eine pompöse Base gebaut habe, wo man jetzt nicht so optimal ankommt, aber das passt schon. Thank you.
bisschen. Ja. Hier noch ein bisschen, jo. Ja, dann mache ich auch in der Zwischenzeit die Standarte fertig. Und dann sehen wir uns da gleich auch wieder, um die Edge Highlights zu setzen. So schaut es jetzt aus mittlerweile. Jetzt bei den Bolts zuletzt noch Edge Highlights. Da mische ich einfach, ja, einfach, ich sag mal nach Gefühl, ja, auch wieder 50% bei, und zwar Ushabti Bone. Hält das einfach mal ein bisschen auf. Und es gibt einen sehr, sehr schönen Farbton, wie ich finde. Und das harmoniert auch wunderbar mit dem, was ich euch gleich zeigen werde. So, auch wieder schön die vorherige Farbe ein bisschen stehen lassen, weil es sind nur Edge Highlights, schön von da, wo das Licht kommt, hier von dem Fall quasi von hier, das war dann hier oben, die meisten setzen ein bisschen hier oben an den Schildecken von den Holzpaneelen, hier oben hin auch ein bisschen. Ja, damit fange ich jetzt auch einfach mal an. Ihr kennt es ja gleich, schalte ich irgendwann mal ab, damit das Ganze hier auch nicht zu lange dauert. Ja. Hier am Schild so ganz gediegen. Ganz gediegen, ne? Das mache ich jetzt in der Zwischenzeit wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. Das wäre jetzt auch schon erledigt. Das war es auch schon fast. Ich habe auch gleich hinterher schon mal das Wappen auf dem Banner akzentuiert, damit das Ganze hier auch ein bisschen schneller vonstatten geht. Dazu habe ich Palette Witch Flash genommen und danach reines White Scar, natürlich alles verdünnt, damit man da schöne Übergänge hinbekommt und keine Schlieren. Und jetzt brauchen wir auch nichts weiter zu tun, als über das Banner das allseits bekannte Agrax Earthshade drüber zu hauen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, das schwächt die Akzente nochmal ein bisschen ab. Ich mache das ganz gerne immer hinterher. Und dann hat man auch gleichzeitig, finde ich, flüssigere Übergänge. Und gerade jetzt bei dem Banner kommt das mit dem Braun ganz gut. Dadurch, dass es ein bisschen älter wirken soll, das ist ja auch schon an so, eine Säule dran gebunden mit einer Metallschiene, wie auch immer. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier, wie mein Kollege Timo auch zu sagen pflegt, dick die Mayonnaise drauf. Bloß nicht über die Ketten, denn die haben wir schon. Sonst sind die nachher wieder zu dunkel. Es gibt jetzt nämlich einen wunderbaren Effekt beim Banner. Dadurch sieht das nämlich nach altem, modrigen Weiß aus, wie so ein Banner in Mordor halt auch aussehen sollte.
ja bei dem Wappen ein wenig aufpassen, dass sich da keine Tröpfchen bilden. Könnt natürlich auch da mit anderen Farben arbeiten, wenn euch das lieber ist, mit einem Rot, aber da habe ich mich jetzt gegen entschieden, weil mir das Weiß einfach viel besser gefällt. So, hier noch ein bisschen Mayo. Hier den Stiel nicht vergessen. Was das Banner angeht, dann machen wir auch direkt bei dem Holz vom Schild weiter. Vorsichtig, dass er nicht an die Rüstung drankommt. Es sei denn, ihr wollt die alt und rostig haben, dann könnt ihr auch. Dann ist es auch kein Problem. Aufpassen, ein bisschen Vorsicht geboten bei der ganzen Sache. Ja, das schaut doch wunderbar aus. So. Während das trocknet, machen wir das gleiche beim Mantel für ein sattes, tief, mattes Schwarz mit 9 Euro. Könnt ihr aber auch, wenn ihr möchtet, Agrax verwenden, wenn es zerfleddert und all sein soll. Ich mache es gerne tief schwarz. Und da haben wir jetzt auch einfach dann mal die Mayo drauf. Halt auch aufpassen, nicht an den Mantel kommen. Dabei ansonsten schön draufkleistern die Suppe. Kapuze.
schön die Mayonnaise draufschieben. Hier noch ein bisschen. Ja, das haben wir echt stressig gemacht hier mit der Base. Also hätte ich ein bisschen besser überlegen sollen. Da komme ich jetzt nicht so optimal dran, aber naja, wird schon. Wird schon, wird schon, wird schon. So. Und da hätten wir es auch schon fast. Das lasse ich jetzt auch wieder trocknen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Da zeige ich euch noch ganz kurz, wie man hier so ein bisschen rostigen Effekt erzielt. Aber dazu gleich dann auch mehr. So, die ganze Suppe ist jetzt auch trocken. Ich habe in der Zwischenzeit die Base schon bemalt. Dazu wird demnächst auch nochmal ein Tutorial extra veröffentlicht, wie man Ruinen schön und schnell auch bemalt. Aber wir machen jetzt erstmal, wie versprochen, mit dem kleinen Rosteffekt weiter. Zwar gibt es da das hier. Das ist von, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es gut. Ja, das ist halt so ein, ja, wie so ein Lack ist es. Riecht auch sehr streng direkt, wenn man das aufmacht. Davon nehme ich mir einfach so ein bisschen. Das ist so ein flüssiges Zeugs. Also schon sehr flüssig, ungefähr so Shade-Konsistenz. Und dafür nehmen wir uns jetzt einfach mal so ein. Ich habe hier so ein Billigpinsel, so einen alten, der kann ruhig kaputt gehen. Das Zeug nehmen wir uns jetzt einfach mal. Tupfen das so ein bisschen am Zebra ab. Und dann tupfen wir das hier überall einfach so ein bisschen drauf. Gibt dann so einen rostigen Film. Das könnte man eigentlich direkt auch schon so lassen. Aber da gibt es noch einen Trick 17, wie das Ganze richtig wie natürlicher Rost ausschaut. Einfach drauf, die Suppe so ein bisschen drauf schmieren. Zack. Das gleiche mache ich jetzt auch hiermit. Einfach ein bisschen drauf, die Mayo. Da können wir auch direkt schon weitermachen. Tja,
dann nehme ich auch wieder denselben Pinsel. Und jetzt schnappen wir uns ein bisschen Pigmentpulver. Dazu nehmen wir uns auch direkt eine Unterlage, weil es gibt so eine kleine Schweinerei. Jetzt tauchen wir die Pinselspitze ganz leicht in Wasser, tupfen die ab, dass sie so ein bisschen feucht ist. Und dann geben wir in das Pigmentpulver und das tupfen wir jetzt einfach auf diese Stellen hier. Könnt das auch ein bisschen an einem Küchentuch abstreifen, wenn euch das zu viel ist. Und hier nicht vergessen, das kommt schon. Moped hier. So, und das war's auch dann schon fast. Also jetzt hier noch ein bisschen. So, jetzt haben wir es. So ist der Gute jetzt eigentlich auch schon soweit fertig. Allerdings mache ich jetzt noch die Base zu Ende, schmeiße da ein bisschen Gestaltungszeug drauf und dann präsentiere ich euch das gleich einfach mal in so einer Rundumsicht nochmal, damit ihr dann seht, wie ihr dann auch komplett und in voller Pracht ausschaut. Das ist er jetzt auch schon komplett fertig. Wunderschönes Modell nochmal erwähnt an dieser Stelle. Das mit dem Grünschimmer muss man nicht unbedingt machen. Man kann auch natürlich jede andere beliebige Farbe nehmen. Ich finde es jetzt ganz schön. Und ja, ich hoffe, das Ganze war auch ein wenig hilfreich für euch. Das war es jetzt auch schon wieder von mir. Ich blende euch jetzt gleich noch ein paar Bilder ein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. J2Day.